Miese Falle beim EM-Rentenantrag. Der Ratschlag, Teilzeitjob anzunehmen durch die DAV, kann nach hinten losgehen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wer krank ist und nicht mehr arbeiten gehen kann, denkt häufig darüber nach, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Und wir hatten jetzt bei uns in unserer Kanzlei einen ganz kuriosen Fall. Da hat eine Mandantin von uns arbeitsunfähig erkrankt, einen Rat von ihrem behandelnden Arzt bekommen, der hat gesagt, Mädel, du kannst nicht mehr arbeiten gehen. Also mit dieser Erkrankung geht das nicht mehr. Mach doch einfach mal eine Reha-Maßnahme. Gesagt, getan, sie hat ihre Reha-Maßnahme gemacht und hat dann im Nachgang eine Einschätzung bekommen durch die Reha-Klinik, dass sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr erwerbsfähig oder erwerbstätig sein kann. Sie ist unter 3 Stunden voll erwerbsgemindert. Und sie hat gleich noch in der Reha-Klinik einen Antrag auf die Rente wegen voller Erwerbsminderung gestellt. Ist dann nach Hause gefahren und hat dann einen Anruf bekommen von der Rentenversicherung und ist dort zum Termin gegangen und hat dann vor Ort den Rentenantrag, die entsprechenden Formulare R100, R810, R210, R215, schön treu und brav ausgefüllt und ist dann sozusagen mit dem Sachbearbeiter dort ins Gespräch gekommen. Und wie das manchmal so ist, die Sachbearbeiter der Deutschen Rentenversicherung oder des Rentenversicherungsträgers sind vielleicht ganz gut geschult, ist dann dort so der Ratschlag gekommen, Mensch, wie sieht es denn eigentlich aus? Wollen Sie wirklich voll erwerbsgemindert sein? Das ist doch gar nicht so gut für Sie. Versuchen Sie doch nochmal irgendwie eine Teilzeitarbeit zu machen. Reden Sie mit Ihrem Arbeitgeber, dass Sie einen Teilzeitjob machen. Was macht unsere Mandantin? Die geht zum Arbeitgeber und der Arbeitgeber unterbreitet ihr dann ein neues Arbeitsangebot, auch in einem vielleicht völlig anderen Bereich, der nicht ganz so belastend ist, und unsere Mandantin unterschreibt und ist glücklich. Aber in Wirklichkeit geht es ihr tatsächlich nicht besser, sondern ihr Gesundheitszustand hat sich ja nicht durch die Aufnahme des Teilzeitjobs wirklich verbessert, sondern gleichbleibend oder sogar noch schlechter geworden. Und dann wundert sie sich, dass auf einmal der Ablehnungsbescheid kommt, sie hat keinen Anspruch auf die volle EM-Rente. Und das ist genau die Falle, der miese Trick, in dem unsere Mandantin hier reingefallen ist. Sie hat mit der Aufnahme des Teilzeitjobs ganz klar nach außen hin zu erkennen gegeben, ich kann noch mehr als 3 Stunden arbeiten. Es wurde der Antrag auf die volle EM-Rente komplett abgelehnt und auch der dahinterliegende Antrag auf die teilweise Erwerbsminderungsrente wurde auch abgelehnt, weil sie aus Sicht der DAV auf einmal jetzt wieder voll erwerbsfähig gewesen ist. Ich sage, passen Sie bitte bloß auf, wenn Sie bei der Rentenversicherung irgendwelche Anträge ausfüllen, was Sie dort gesagt bekommen. Wenn Sie einen Erwerbsminderungsrentenantrag ausfüllen und dort hingehen und sich Ratschläge anhören, schreiben Sie das bitte einfach mit. Oder sagen Sie auch klipp und klar, gucken Sie doch mal in meinen Reha-Entlassungsbericht rein. Da steht drin, dass ich überhaupt nicht mehr erwerbsfähig bin. Also werde ich diesen Rat, einen Teilzeitjob anzunehmen, auf keinen Fall annehmen und durchführen. Was haben wir gemacht? Wir mussten für unsere Mandantin einen Neuantrag stellen für eine volle EM-Rente, denn sie hatte zwischenzeitlich ihren Job, ihren Teilzeitjob wieder aufgegeben, weil sie einfach nicht mehr arbeiten konnte. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.